Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur wichtigsten, spannendsten und sinnvollsten Veranstaltung in Ihrem ganzen Studium, nämlich Schuldrecht 1. Warum ist es wichtig? Sie werden irgendwann mal ein Staatsexamen machen. Da werden Sie 3 Klausuren im Zivilrecht schreiben und ich kann Ihnen garantieren, mindestens 2 von den 3 Klausuren werden Themen aus dem Schuldrecht 1 behandeln. Das heißt, das ist wirklich die wichtigste Veranstaltung. 2 von 6 Klausuren, können Sie ausrechnen, ist ein Drittel. Ein Drittel Ihrer Examensnote hängt davon ab, dass Sie das hier perfekt verstehen. So, was machen wir heute? Heute machen wir eine etwas anstrengende Veranstaltung, weil wir machen eine Einführung und gucken uns einmal das Gesamte an, was wir dieses ganze Semester machen. Das heißt, heute müssen Sie doch nichts verstehen. Verstehen müssen Sie es erst am Donnerstag, also nicht erst von heute, sondern was wir dann machen. Wir fangen an mit einem kurzen Rückblick. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich Ihnen sagen, heute ist die Einführung. Ja? Heute nur Einführung. Ab Donnerstag ist das Thema Entstehung von Schuldverhältnissen. Das ist für Sie auch noch ein bisschen wie Urlaub, weil das ist ein Teil BGBAT und das haben Sie ja schon gehabt. Nächsten Montag wird es dann schon etwas härter. Dann geht es um Leistungspflichten, Rücksichtnahmepflichten und Obliegenheit. Da haben Sie noch keine Ahnung von. Das heißt, da wird es dann schwierig. Bevor wir aber zu kommen, ein kleiner Rückblick. Letztes Jahr habe ich diese Veranstaltung gemacht, zusammen mit Herrn Greiner. Und um Ihnen schon mal den ersten Schrecken zu geben, kann ich Ihnen die Klausur eben vom letzten Jahr zeigen. Die Durchschnittsquote betrug 18,68%. Das ist noch zu schlecht. Dieses Jahr müssen wir auf 10%. Ja? Was ganz gut gelaufen ist, ist die Prädikatsquote. 34% haben ein Prädikat, das heißt 10 Punkte und mehr, also zweistellige Noten. Und Sie sehen, es gab 2, die 17 Punkte hatten, 2, die 16 Punkte hatten, 3, die 15 Punkte hatten und 8, die 14 Punkte hatten. Das kriegen wir dieses Jahr vielleicht auch noch ein wenig besser hin. Was ich aus dem letzten Jahr auch noch gelernt habe, ist, die Studenten machen ja eine Evaluation. Ich denke immer, die landet bei mir im Papierkorb, aber das ist nicht der Fall. Ich lese das alles. Und die Studenten haben gemeckert, wie das Leute immer machen. Die haben gesagt, das ist viel zu viel Stoff für ein Semester und der redet viel zu schnell und das ist alles so furchtbar. Deshalb habe ich dieses Semester mal ganz viele Sachen weggelassen. Das heißt aber nicht, dass Sie die nie hören müssen. Das heißt, Sie müssen das alles selber nachlesen, aber nicht für die Klausur, sondern erst für die Übung oder fürs Examen. Das heißt, Sie haben noch ein Jahr dafür Zeit. Zweitens wollen die Studenten immer mehr Fälle und noch mehr Fälle und noch mehr Fälle. Deshalb habe ich jetzt in jeder Veranstaltung 6 Fälle, die ich mit Ihnen durchsprechen will. Und es gibt auch noch eine Arbeitsgemeinschaft, wo Sie noch mehr Fälle kriegen. Und es gibt für alle diese Fälle ausformulierte Lösungen. Das heißt, da können Sie jetzt auch mal nachlesen, wie Sie es hätten in der Klausur schreiben können. Dann, Folien sind unübersichtlich und unverständlich. Oh, meine Güte. Also, was soll ich machen? Mickey Mouse Comics malen? Ich habe was getan, um Ihnen diese Arbeit zu erleichtern. Ich habe für Sie ein Skript bereitgestellt. Dieses Skript hat zu der Gesamtvorlesung ungefähr 350 DIN A4 Seiten Text. Das ist viel. Das ist aber ein Vorteil für Sie, weil Sie können das einfach lesen und müssen nicht die Folien ausdrucken, sondern können einfach einen Text lesen und das ist vielleicht ein wenig angenehmer. Und dann ein Kritikpunkt. Ich würde Sie zu wenig einbeziehen. Ja? Das heißt, ich werde dieses Semester auch Leute einfach direkt fragen, auch wenn sie sich nicht gemeldet haben. Weil nämlich letztes Semester habe ich es so gemacht, dass ich immer nur die drangenommen habe, die sich gemeldet haben. Dann hieß es hinterher, das waren immer dieselben 5, die sich gemeldet haben. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht Ihren Arm hochheben für Sie. Ein ganz großes Problem, was die Studenten haben bei dieser Veranstaltung, ist, dass sie sagen, das Ganze war unstrukturiert und Sie haben keine Gliederung erkennbar. Also, Sie sehen hier links am Rand, ja, da ist eine Gliederung. Das ist die Gliederung für diese heutige Veranstaltung. Sie werden sehen, morgen ist da, also morgen ist frei, aber Donnerstag ist da eine andere Gliederung. Warum?
weil Donnerstag eine andere Vorlesung ist. Nicht kompatibel mit Lehrbüchern. Ja, das sind Sie halt selber schuld, wenn Sie Ihr Lehrbuch kaufen. Sie können ja auch mein Skript lesen. Aber ich habe auch da mir Mühe gemacht, es besser zu machen. Ich tue ja alles, damit das alles besser wird. Wenn Sie nach eCampus gehen oder auf meine Lehrstuhlseite, kriegen Sie da eine Gliederung zur Vorlesung. Und da sehen Sie zu jedem Termin ein Thema und darunter stehen ganz viele Fragen. Und darunter steht, wo Sie im Lehrbuch das nachlesen könnten, wenn Sie wollten. Außerdem stehen da Aufsätze und Fälle. Wenn Sie nichts zu tun haben, dann können Sie nach eCampus gehen und sich den Fall bzw. den Aufsatz darunter laden und durchlesen. Sollten Sie das tun, nicht unbedingt. Warum nicht? Weil Sie wahrscheinlich Besseres zu tun haben. Aber immerhin habe ich Ihnen den Aufwand gespart, dass Sie in die Bibliothek gehen und da stundenlang rumsuchen. Was möchte ich noch verbessern? Langsamer reden und mehr Pausen machen. Ja? Immer wieder die Struktur hervorheben und immer wieder Fälle machen. Das Ziel ist, dass hier nicht 2,9 steht, was fast eine 3 ist. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie hätten in der Schule eine 3 bekommen. Dann wären Sie auch nicht begeistert gewesen. Da muss was Besseres stehen. Das ist das klare Ziel. Das Ganze geht aber nicht, weil ich Ihnen hier tolle Show liefere, sondern das ist ein Kooperationskonzept. Sie müssen da mitarbeiten. Wenn Sie nicht mitarbeiten, nützt Ihnen die ganze Sache wenig. So, worum geht es dieses Semester? Das kann ich Ihnen sagen. Wir lernen aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, also ein BGB sollten Sie dabei haben, idealerweise im DTV-Text, den Sie auch für die Klausur benutzen, damit Sie schon mal wissen, wo das im Gesetz steht. Dann können Sie sagen, ach ja, Paragraph 433 steht immer unten rechts, ungefähr auf halben Seite. Zweiter Vorteil ist, wenn Sie dasselbe Gesetz verwenden wie für die Klausur, dann hat das irgendwann auch schon so Eselsohren und Ecken, dann können Sie das mit einem Griff aufschlagen, die wichtigen Paragraphen sind alle eh schon eingeknickt. Und die unwichtigen sehen Sie halt nie. Die Problematik sehen Sie aber hier, da steht Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, dabei Abschnitt 8 ohne Titel 2, 11, 15, 18 und 25. Sagt Ihnen nichts, gucken wir uns gleich mal näher an. Einfach ist, was Sie letztes Semester gelernt haben, wie kommen Verträge zustande und was kann das verhindern? Sie erinnern sich, da gab es Geschäftsfähigkeit, da gab es Anfechtung, da gab es Sittenwidrigkeit. All diese Highlights haben Sie letztes Semester gemacht. Dieses Semester ist die Frage viel einfacher. Welche Pflichten entstehen aus Verträgen und wodurch erlöschen sie? Beziehungsweise was passiert, wenn man sie nicht richtig erfüllt? Und nächstes Semester geht es dann um die Frage, wie überträgt man Sachen und was gilt, wenn es keinen Vertrag gibt oder der Vertrag nichtig ist. Ganz einfaches Programm im Studium, völlig relaxed. Das Schuldrecht ist wie ein Sack mit Geschenken. Das werden Sie schon deshalb sehen, wenn Sie überlegen, im ersten Semester haben Sie besprochen Paragraphen 1 bis 240 BGB. Dieses Semester besprechen wir locker mal Paragraph 241 bis ungefähr 853. Das ist ein wenig mehr, also Sie können es ausrechnen, das eine sind 200 Paragraphen, jetzt reden wir mal eben von 600 Paragraphen. Das zweite Problem ist, das Thema ist sehr breit. Das heißt, wir haben viel zu tun. Wenn Sie sich das vorne im Inhaltsverzeichnis vom BGB mal angucken, dann sehen Sie, da haben Sie ein wunderbares Inhaltsverzeichnis und es fängt an mit dem Inhalt der Schuldverhältnisse. Inhalt der Schuldverhältnisse 241 bis 304. Da stehen viele tolle Sachen drin. Und einen einzigen Paragraphen sollten Sie sich jetzt schon merken, und das ist Paragraph 280. Das ist der wichtigste Paragraph, den Sie dieses Semester lernen werden. Am Ende des Semesters müssen Sie 280 wissen. Ja, was kriegen Sie hin? 280. Gut. 280 sagt im Wesentlichen, wer eine Pflicht aus einem Schuldverhältnis verletzt, muss den dadurch entstehenden Schaden ersetzen. Das heißt, wer nicht liefert, muss Schadensersatz leisten. Wer schlecht liefert,
muss Schadensersatz leisten. Wer den Käufer verprügelt, muss Schadensersatz leisten. Ja? Das ist ein ganz einfaches System. Wer was falsch macht, muss Schadensersatz leisten. 280. Jetzt denken Sie sich, das kann ich in 5 Minuten erklären. Das hat noch ein paar Finessen, die müssen wir leider noch ein bisschen länger besprechen. Dann kommt etwas, was Sie im ersten Semester schon mal gehört haben. Dann kommen 305 bis 310 AGB. AGB, oh Gott. Ja? Das gehört auch zum Schuldrecht. Dann kommt Schuldverhältnisse aus Verträgen. Jetzt denken Sie sich, hat er nicht eben gesagt, Verträge, Schuldverhältnisse ungefähr das Gleiche? Es gibt auch andere Schuldverhältnisse, die nicht aus Verträgen sind. Dann kommen so tolle Sachen wie Erlöschen der Schuldverhältnisse. Das ist das, was ich Ihnen angekündigt habe. Erstes Semester, wie entsteht der Anspruch? Zweites Semester, wie geht der Anspruch unter? Dann Übertragung einer Forderung. Wir sprechen auch von Abtretung. 398, die Abtretung ist ein Vertrag. Also, wir brauchen einen Antrag und eine Annahme und fertig ist die Sache. Auch einfach. Könnte ich auch in 5 Minuten erklären. Kann es also nicht sein. Schuldübernahme ist die Parallele zur Abtretung. Wenn Sie sagen, ich schulde jemandem 100 Euro und finden einen Freiwilligen, der 100 Euro für Sie zu zahlen bereit ist, können Sie sagen, ha, der zahlt für mich. Das ist eine Schuldübernahme. Also jemand anderes tritt in Ihre Pflichten ein. Dann kommen ganz tolle Sachen. Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern. Was soll das bedeuten? Stellen Sie sich vor, Sie gehen abends in die Kneipe, sitzen mit 10 Mann an einem Tisch, dann geht der Erste, dann geht der Zweite, dann geht der Dritte und am Ende sind Sie der Letzte, der sitzt. Und dann kommt die nette Kellnerin und sagt, ja, von Ihren Freunden haben die aber nur 3 Bier bezahlt, die Rechnung beträgt noch 299 Euro. Sie zahlen ja den Rest. Frage, müssen Sie zahlen? Das steht in den Paragraphen 420 bis 432, konkret in 421. Dann kommt der Teil, der richtig unangenehm wird. Das sehen Sie auch daran, weil es von 433 bis 853 geht, einzelne Schuldverhältnisse. Und das fängt an mit etwas, was Sie vielleicht schon mal gehört haben, nämlich dem Kaufvertrag. Den Kaufvertrag haben Sie hoffentlich schon mal alle gehört, 433. Und wenn Sie eine Sache im ersten Semester gelernt haben sollten, ist das, dass der 2 Absätze hat. Und in Absatz 1, Satz 1 steht drin, der Verkäufer muss die Sache übergeben und übereignen. Ja? Und in Absatz 2 steht, der Käufer muss bezahlen. Und wer das durcheinander bringt, hat ein Problem. Also wenn Sie eine Sache sich merken, 433.1.1, Übergabe, Übereignung, 433.2, Kaufpreiszahlung. Jetzt sehen Sie hier aber, der Kauf geht bis 479. Das heißt, da kommen noch ein paar Paragraphen nach, die Sie bisher noch nie gesehen haben. Und da stehen Highlights drin, kann ich Ihnen sagen. Da werden Sie staunen. Da steht zum Beispiel in 434, wann eine Sache mangelhaft ist. Ja, also Sie kaufen einen Föhn und der Föhn kühlt, statt die Haare zu trocknen. Frage, ist das dann ein schlechter Föhn? Und Sie sagen, nein, ist doch toll, kann man auch als Ventilator benutzen. Das steht in 434. Solche tollen Regelungen werden wir uns angucken und wir werden uns auch angucken, den Tausch, der dem Gesetz sage und schreibe einen einzigen Paragraphen wert ist. Ja? 480 ist der Tausch, ein Paragraph. Mann, ist das einfach. Was ist ein Tausch? Ganz einfach. Sie zahlen nicht, sondern Sie machen stattdessen auch Übergabe und Übereignung. Das heißt, beide Parteien übergeben und übereignen. Der eine gibt das Pferd, der andere gibt den Traktor. Sie geben Ihren alten Broxwalke ab und kriegen dafür einen neuen Börskitz. Ja? So läuft das. Dann kommt 481, 487 und das ist dieser tolle Titel 2, der im Examen nicht drankommt und den wir uns deshalb auch sparen. Da geht es um Teilzeit-Wohnrechte-Verträge. Wer schon mal im Urlaub war und da am Strand gelegen hat, weiß, da kommen manchmal so nette Leute, die einen abzocken wollen und die sagen, ja, kommen Sie mal mit, da kriegen Sie ein T-Shirt und eine Champagnerflasche und ein Preisausschreiben. Und da wird man auf irgendeine abgelegene Ecke der Insel gekarrt und dann wird gesagt, wollen Sie nicht Eigentümer dieses tollen Bungalows werden, aber nicht für das ganze Jahr, sondern Sie sind nur Eigentümer für den Monat Dezember.
Sie haben ein Bungalow auf Mallorca vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember und können den frei nutzen. Das nennt sich Timesharing, weil dieser eine Bungalow wird für jeden Monat jemand anderem als Eigentümer zugewiesen. Das ist keine Miete, sondern der gehört Ihnen. Sie können machen, was Sie wollen für diesen einen Monat. Der Dezember ist vielleicht auf Mallorca nicht ganz so cool, aber wer so blöd ist zu unterschreiben, halt selber schuld. Das ist im BGB geregelt, gucken wir uns aber nicht an. Dann kommt etwas, das ist furchtbar trocken und langweilig, der Darlehensvertrag. Darlehen weiß jeder ungefähr, was es ist. Sie gehen zur Bank, die Bank gibt Ihnen Geld, Sie zahlen das Geld zurück und zahlen noch Zinsen obendrauf, damit die Bank halt auch irgendwo von leben kann. Das ist ein Darlehen. Das BGB hat hier immerhin von 488 bis 512 eine ganze Menge Regeln geschaffen. Sie sehen auch hier am Ende kommen so Sachen wie Finanzierungshilfen. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie beim Mediamarkt einen Fernseher kaufen, dann können Sie einen Finanzierungsvertrag schließen, 0% Finanzierung. Das heißt, Sie zahlen dann monatlich Geld, aber nicht an Mediamarkt, sondern effektiv an eine Bank. Die Bank gibt Ihnen also ein Darlehen, um einen Fernseher zu kaufen, und Sie zahlen an die Bank den Fernseher zurück. Und dann kommen noch Ratenlieferungsverträge. Das sind so Sachen wie Abonnements von Zeitschriften und sowas. Auch dafür gibt es Regeln im BGB. Dann kommt die Schenkung. Schenkung weiß jeder ungefähr, was es ist. Sie kriegen ein Weihnachtsgeschenk. Sie kriegen ein Geburtstagsgeschenk. Tolle Sache, freuen Sie sich. Das BGB hat dazu immerhin fast 20 Paragraphen, denn der Schenker darf zum Beispiel die Schenkung zurückfordern, wenn Sie groben Undank zeigen. Wenn also Sie ein Weihnachtsgeschenk von Ihrem besten Freund kriegen und den danach verprügeln, dann darf der sein Geschenk zurückfordern. So ist das. Das steht im BGB. Oder wenn der Schenker verarmt, das heißt, wenn der Ihnen sein letztes Hemd gibt und dann feststellt, er hat kein anderes mehr, dann kann das Hemd auch wieder zurückfordern. All das steht im BGB. Wahre Highlights, die Sie noch nie gehört haben. Dann kommt eine Sache, da werden wir uns länger mit beschäftigen müssen. Das ist der Mietvertrag. Miete kennt auch jeder, wenn man eine Wohnung mietet. Aber Miete ist zum Beispiel auch, wenn Sie einen Mietwagen sich nehmen. Das ist im BGB alles sehr detailliert geregelt. Auch das, tolle Sache. Insbesondere toll, weil der Vermieter zum Beispiel ein Pfandrecht hat. Wenn Sie Ihre Miete nicht bezahlen, dann kann der irgendwann Ihre Möbel verkaufen, um damit Ihre Mietschulden zu begleichen. Solche Highlights finden Sie da oder auch so Sachen wie Kündigung, was Sie vielleicht mehr interessiert. Nach der Miete kommt die Leihe. Die Leihe ist genauso wie eine Miete, nur dass Sie nichts für bezahlen müssen. Das heißt, wenn Ihnen Ihr Freund sein Notebook leiht für die Hausarbeit, dann ist das ein Leihvertrag. Auch da hat das BGB ein paar Paragraphen für, nicht so spannend. Nach der Leihe kommt noch was Komplizierteres, das Sachdarlehen. Was ein Sachdarlehen ist, das weiß kein Mensch. Ich kann es Ihnen grob erklären. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Kuchen backen. Und Sie gucken in Ihren Schrank und stellen fest, Mist, ich habe kein Mehl. Und Sie denken sich, dann klingel ich doch bei der netten Nachbarin von nebenan. Die hat doch mit Sicherheit Mehl und siehe da, die hat eine Packung Mehl, die sie Ihnen mit einem strahlenden Lächeln überreicht und sagt, da für deinen Kuchen. Und jetzt kann es sein, dass die Ihnen das Mehl schenken will. Es kann sein, dass sie es Ihnen verkaufen will. Aber es kann auch sein, dass die Nachbarin sagt, sobald du das nächste Mal einkaufen warst, gibst du mir eine neue Packung Mehl. Ja? Das Mehl, was die Ihnen gegeben hat, können Sie nicht zurückgeben, weil es ist im Kuchen drin. Das heißt, es ist kein Leihvertrag. Das Mehl ist weg. Sie können ihr aber eine neue Packung Mehl geben und das nennt man Sachdarlehen. Gebe Packung Mehl 1 ab und bekomme eine andere Packung Mehl zurück. Gleiche Menge, anderes Mehl. Warum macht man das? Weiß man nicht. Also, es ist halt kein Darlehen, weil ein Darlehen immer nur für Geld ist, aber es ist im Prinzip was Ähnliches. Nur, dass man halt Mehl statt Geldmünzen hat. Tolle Sache, hat das BGB immerhin auch noch ein paar Regelungen für. Dann kommt der Dienstvertrag. Der Dienstvertrag, den werden Sie noch ganz intensiv lernen, wenn Sie Arbeitsrecht machen. Der Dienstvertrag ist im Grunde der Vertrag,
jemand verpflichtet sich, einem anderen Dienste zu anzubieten. Ja? Er unterwirft sich der Sklaverei, unterwirft sich in Weisungen des Arbeitgebers. Und kommt oft vor, aber wie gesagt, Schwerpunkt im Arbeitsrecht, daher gucken wir uns das nur grob an. Als Dienstvertrag wird auch behandelt der Behandlungsvertrag. Der Behandlungsvertrag ist, Sie gehen zum Arzt und sagen, amputier mir mal meinen linken Arm oder vielleicht auch nimm den Blinddarm raus oder therapier meinen Schnupfen. All das ist als Behandlungsvertrag im Sinne des BGB qualifiziert und dann muss der Arzt Sie halt informieren und er haftet, wenn er irgendwie Mist baut. Dann kommt der Werkvertrag. Der Werkvertrag ist im Grunde so etwas Ähnliches wie ein Dienstvertrag, nur dass nicht die Tätigkeit geschuldet ist, sondern der Erfolg. Was heißt das? Oh. Stellen Sie sich vor, Sie rufen ein Taxi an und sagen, fahr mich sofort zum Flughafen Köln-Bonn. Und der Taxifahrer kommt nicht. Oder der Taxifahrer fährt sich dessen zum Bahnhof. Dann ist das relativ schlecht. Wenn es nur ein Dienstvertrag wäre, würde er nur ein ernsthaftes Bemühen schulden. Beim Werkvertrag schuldet er, dass sie auch wirklich ankommen. Dann schuldet er den Erfolg. Der Unterschied ist, beim Dienstvertrag ernsthaftes Bemühen, beim Werkvertrag den Erfolg. Praktische Bedeutung hat es vor allen Dingen beim Hausbau. Handwerker schulden nicht nur, dass sie sich bemühen, ein Haus zu bauen, auch hat nicht geklappt, ist eingefallen, tut mir leid, sondern am Ende soll das Haus auch stabil stehen. Ja? Ärzte schulden grundsätzlich keine Erfolge, sagt man, weil der menschliche Körper zu unberechenbar ist, dass man garantieren könnte, am Ende kommen sie gesund wieder raus. Das heißt, der Behandlungsvertrag ist ein Dienstvertrag, weil der Mensch unberechenbar ist, während der Bauvertrag ein Werkvertrag ist, weil man kann so bauen, dass das Haus nicht umkippt. Als Werkvertrag eingeordnet ist auch der Reisevertrag. Reisevertrag meint hier nicht, Sie buchen einen Flug von Köln-Bonn nach New York, wobei den gibt es gar nicht, aber unterstellen wir mal, Sie würden ihn buchen, sondern der Reisevertrag ist das, was Sie bei Altours, TUI und Ähnliches buchen, ein Pauschalreisevertrag. Das heißt Flug, Hotel, Verpflegung und Transfer Flughafen, Hotel. Das Gesamtpaket bildet einen Reisevertrag und dafür hat das BGB tolle Regelungen. Sie sehen das, 651a bis 651m, auch das völlig schwierig, aber wir werden das alles überleben. Dann kommt etwas, nennt das BGB Mäklervertrag. Warum es sich Maklervertrag hat, weiß man nicht, aber gemeint ist der Maklervertrag. Das kennen Sie vielleicht auch. Ein Makler vermittelt Grundstücke, Wohnungen, vielleicht auch Schweinebäuche. Ja, also Makler sind Vermittler, die dafür sorgen, dass man Sachen von jemand anderem erwerben kann. Ganz wichtig hier für die Partnerschaftssuchenden, 656 BGB, die Ehevermittlung. Dafür hat das BGB auch einen Paragraphen bereit. Was muss man tun, um Ehe zu vermitteln? Die Antwort lautet, wenn man einen Ehevermittlungsvertrag schließt, gibt es keinen Anspruch auf Bezahlung. Das heißt, Vorkasse und dann kriegen Sie irgendeine Leistung. Ausgeschlossen ist die Auslobung. Da haben sich alle drauf gefreut. Sie kennen das alle. Das sind diese Schilder, wo drauf steht, meine Katze Flauschi ist entlaufen, wer sie mir bringt, kriegt 100 Euro. Und Sie wissen, das ist kein Vertrag, sondern wenn Sie die Katze Flauschi finden und sagen, oh, wie niedlich, und geben die ab und wissen gar nicht, dass da 100 Euro drauf sind, haben Sie trotzdem einen Anspruch auf 100 Euro. Für Finderlohn müssen Sie auch nicht mal wissen, dass er ausgelobt ist. Aber das müssen Sie nicht wissen, das ist nämlich hier durchgestrichen, weil es nicht zum Prüfungsstoff gehört. Was zum Prüfungsstoff gehört, um Sie zu schikanieren, ist allerdings das, was jetzt kommt. Nämlich der Auftrag. Der Auftrag klingt so ein bisschen wie Geheimagentenfilm The Mission, aber das ist gar nicht so spannend. Der Auftrag ist wie ein Dienstvertrag, nur dass Sie kein Geld dafür kriegen. Wenn ich Ihnen also sage, holen wir mal eben eine Cola, dann ist es ein Auftrag, weil Sie kriegen kein Geld dafür, dass wir eine Cola holen. Oder wenn Sie sagen, ha, ich putze jetzt mal hier den Hörsaal. Viel Spaß dabei. Ja? Der Auftrag, wie gesagt, unentgeltlich. Spannender, der Geschäftsbesorgungsvertrag. Das ist das, was Anwälte und Banker machen. Das ist eine besonders qualifizierte Tätigkeit, wo jemand fremde Geschäfte besorgt. Und das ist entweder ein Werkvertrag oder ein Dienstvertrag, der aber ergänzt wird durch die Regelung des Auftragsrechts.
Was das bedeutet, gucken wir uns noch an. Im Wesentlichen geht es um Paragraph 670. Da können Sie mal reingucken. Das ist die Regelung für Spesen im BGB. Außer Spesen nichts gewesen. 670 sagt, Sie kriegen Spesen ersetzt. Wenn Sie also Reisekosten haben, Telefonkosten und Ähnliches, gibt es darauf einen Anspruch, aber nur in 670. Während wenn Sie das als Arbeitnehmer machen, kriegen Sie die Spesen grundsätzlich nicht ersetzt, weil das in Ihrem Arbeitsgehalt enthalten ist. Das heißt, die Anwälte kriegen ein bisschen mehr, Kopierpauschale, Telefonpauschale und sowas. Und jetzt kommt das, wovor ich Sie warnen muss, was furchtbar langweilig ist und furchtbar schlecht geschrieben ist. Wenn Sie mal ganz furchtbares Gesetz lesen wollen, was Sie nicht verstehen, was ich nicht verstehe, was keiner versteht, dann schlagen Sie mal auf die Paragraphen 675c bis 676c. Erstmal fängt schon damit an, dass es von 675a bis 675z geht. Ja? Also das ist 25 Paragraphen. Das zweite Problem an diesen Regelungen ist, wenn Sie sich mal angucken, die sind völlig lang und sprachlich sind die völlig unlesbar. Also wenn Sie denken, BGB sei schwierig, das sind wirklich furchtbare Regelungen. Was regeln diese komischen Paragraphen? Sie können es fast ahnen, da geht es um Banken. Ihr Verhältnis zu Ihrer Bank. Da geht es um Girokonten, da geht es um Überweisungen. All das ist da geregelt. Was passiert, wenn Sie Ihre PIN und TAN sozusagen jemandem zugänglich machen, der sie nicht haben sollte? Wer haftet? All das ist da geregelt. Was passiert, wenn Sie Ihre EC-Karte verlieren? Solche tollen Regelungen finden Sie da, wenn Sie die überhaupt finden können, weil das halt alles ein wenig verworren ist. Warum ist das alles so verworren? Weil sich das der deutsche Gesetzgeber nicht ausgedacht hat, sondern weil das alles von der Europäischen Union vorgegeben ist. Und wir haben eine Politik, die sagt, wir schreiben das lieber Wort für Wort ab, als das mal verständlich zu formulieren. Also hat man hier eine wörtliche Umsetzung von Europarecht, die keiner versteht. Die gute Nachricht ist, dass was danach kommt, die Geschäftsbesorgung ohne Auftrag, 677 folgende, müssen Sie nicht kennen, weil die kommt erst nächstes Semester. Die Geschäftsbesorgung ohne Auftrag ist ganz einfach. Sie sehen, bei Ihrem Nachbarn schlagen die Flammen aus dem Fenster und Sie nehmen sich einen Eimer Wasser und löschen das Feuer. Dann sagt das BGB, kriegen Sie die Kosten des Wassereimers ersetzt und wenn Sie verbrannt sind, kriegen Sie Ihre Behandlungskosten und sowas. Ja, das ist Geschäftsbesorgung ohne Auftrag. Der Grund dafür ist, Sie konnten ihn nicht vorher fragen, weil er halt nicht da war. Und wenn Sie ungefragt jemandem helfen, regelt das die GOA. Wenn Sie ein Held sein wollen, das ist die Regelung dafür. Die Verwahrung, können Sie auch was drunter vorstellen, wenn Sie Ihre Jacke da an der Garderobe abgeben, dann passen die da drauf auf, das nennt sich Verwahrung. Genauso, wenn Sie Ihre Katze im Urlaub bei Ihrem Nachbarn abgeben, wobei Katzen gibt man nicht ab, Katzen bleiben allein im Haus, Ihren Hund beim Nachbarn abgeben, damit er gepflegt wird, dann ist das eine Verwahrung. Ja? Auch nicht so schwierig. Die Einbringung von Sachen bei Gastwirten fanden Sie mit Sicherheit alle total spannend, aber die müssen wir nicht wissen und deshalb machen wir die auch nicht. Wenn Sie das unbedingt wissen wollen, kaufen Sie einen Kommentar, lesen es nach, aber mich interessiert es nicht. So, Titel 16 und 17, Gesellschaft und Gemeinschaft. Das klingt so ein bisschen nach SOWI, Sozialkunde, Gerechtigkeit. Gesellschaft meint ganz einfach, Sie und ein Freund oder zwei Freunde schließen sich zusammen, um gemeinsam eine Urlaubsreise zu buchen oder um gemeinsam einen Kiosk zu betreiben oder um gemeinsam fürs Examen zu lernen. Was auch immer Sie machen wollen, das, sagt das BGB in 705, ist eine Gesellschaft. Was ist eine Gemeinschaft? Eine Gemeinschaft tritt dann auf, wenn Sie zum Beispiel ein Auto gekauft haben, zusammen mit Ihrem besten Freund, Ihrer besten Freundin, und dann haben Sie das praktische Problem, es kann halt immer nur einer gleichzeitig damit fahren. Dann regelt das BGB unter den Regeln zur Gemeinschaft, wer das Auto nutzen kann, wann. Und was passiert, wenn Sie sich mit dem Freund zerstreiten, was dann mit dem Auto geschieht. Warum stehen die hier in Grau? Ganz einfach, weil die wird mit Ihnen Herr Koch besprechen, den Sie alle lieben,
aber nicht morgen und nicht übermorgen, sondern erst in 2 Semestern, dann kommt er wieder und macht mit Ihnen Gesellschaftsrecht und wird über diese Paragraphen sprechen. Deshalb mache ich die hier nicht. Dann kommt die Leibrente. Was ist eine Leibrente? Vereinfacht gesagt ist das eine Grundform der Lebensversicherung. Müssen Sie die wissen? Nein, weil die hier durchgestrichen ist. Also vergessen wir jetzt schnell wieder, was eine Leibrente ist. Dann kommt was, das nennt sich unvollkommene Verbindlichkeiten. Da geht es um Spiel und Wette. Wenn Sie wetten, wie lange es dauert, bis ich von dieser Bühne runterfalle, und ich falle hier wirklich runter, kriegen Sie trotzdem kein Geld, weil das BGB sagt, Spiel und Wette begründen keine Ansprüche. Kein Anspruch, weil ich die Bühne runtergefallen bin. Aber Sie kennen das, Spielschulden sind Ehrenschulden. Wenn Sie einmal gezahlt haben, sagt das BGB, kriegen das Geld auch nicht mehr zurück. Also wer einmal auf die Spielschuld gezahlt hat, der hat Pech gehabt. Tolle Sache, wollten Sie immer schon wissen. Dann kommt die Bürgschaft. Sie kennen das von Schiller, den Bürgen sollst du würgen. Naja, machen wir hier nicht, aber das wird kommen im 4. Semester im Kreditsicherungsrecht. Wahrscheinlich mit Herrn Brinkmann. Ganz toller Typ. Dann kommt der Vergleich. Vergleich hat nichts zu tun mit, auf der linken Seite sehen Sie das, auf der rechten Seite sehen Sie das, wo sind die Unterschiede, sondern Vergleich meint ganz einfach, man hat 2 Parteien und die streiten sich. Und die einigen sich auf einen Kompromiss, nämlich, was kommt am Ende raus? Hälfte, Hälfte. Der eine sagt, der Kaufvertrag ist zustande gekommen, der andere sagt nein und man einigt sich dann, okay, ich behalte die Sache, zahle aber nur den halben Kaufpreis. Das ist ein Vergleich. Beide geben ein bisschen nach. No, auch nicht so schwierig. Dann kommen ganz schwierige Sachen. Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis. Was meint das? Ein Schuldversprechen heißt, Sie schreiben einfach einen Vertrag, ich schulde dir 100 Euro. Punkt. Ende des Vertrages. Verspreche, ich zahle dir 100 Euro. Warum sollten Sie das tun? Kommen wir noch zu. Sie können das zum Beispiel tun, um eine andere Forderung zu ersetzen. Ersetze eine unsichere Forderung durch eine sichere Forderung. Schuldanerkenntnis meint was anderes. Jemand kommt zu Ihnen und sagt, du schuldest mir 1000 Euro. Und Sie sagen, stimmt. Und schreiben dann auf, ich schulde dir 100 Euro. Ja? Also im einen Fall sagen Sie es von sich aus, im anderen Fall ist vorher schon klar, dass es einen umstrittenen Anspruch gibt. Die Situation, wo das praktisch auftritt, ist meistens der Autounfall. Sie haben einen Autounfall und der eine sagt, oh ja, ich war alles schuld und oh, tut mir alles so leid. Dann sagen Sie, zack, Papier, unterschreib mal hier, du schuldest mir alles, was daraus entstanden ist und zack. Das Problem ist, da sagt die Rechtsprechung, nein, das ist ja so eine Stresssituation, da kann man hier keinen Rechtsbindungswillen erkennen und das kann auch keiner ernst nehmen und das zählt dann nicht. Also das ist Schuldversprechen, Schuldanerkenntnis. Anweisung ist wieder sowas Bankrechtliches. Dann kommt Schuldverschreibung auf den Inhaber. Auch eine tolle Sache. Sie können ein Papier aufsetzen, wo Sie draufschreiben, derjenige, der diesen Zettel vorlegt, bekommt von mir 100 Euro. Warum sollten Sie das tun? Zum Beispiel, weil Sie eine Bank sind, die Schecks ausgibt. Bei Schecks gibt es Inhaberschecks, wo an den Inhaber Geld ausgezahlt wird. Also solche Sachen gibt es, interessiert uns aber auch nur ganz am Rande. Das habe ich noch nie irgendwo in der Klausur gesehen und das ist auch langweilig. Dann kommt die Vorlegung von Sachen, die ist hier durchgestrichen, weil Sie nicht wissen müssen. Da geht es schlicht darum, Sie haben ein Auto und das haben Sie verliehen und Sie haben die Befürchtung, dass es kaputt sein könnte, dann haben Sie einen Anspruch, sich das Auto angucken zu lassen. Toll. Ja, also Hammer-Vorschriften, aber müssen Sie nicht kennen. Dann kommen wieder 2 graue Blöcke, die ungerechtfertigte Bereicherung und die unerlaubte Handlung. Das sind gesetzliche Schuldverhältnisse. Die ungerechtfertigte Bereicherung 812 haben Sie letztes Semester schon mal gehört. Sie erinnern sich düster, wenn der Vertrag wirksam angefochten worden ist oder eine Partei minderjährig war oder der Vertrag nichtig ist wegen Formverstoß oder Gesetzesverstoß, kann man eine geleistete Zahlung nach 812 Absatz 1, Satz 1, erste Variante BGB zurückfordern. Das haben Sie letztes Semester schon mal gehört. Aber das können Sie vergessen, weil
das kommt erst nächstes Semester, richtig? Da haben Sie ein ganzes Semester Zeit für diese paar Paragraphen zu machen. Und dann kommt noch Sex and Crime, würde man sagen, unerlaubte Handlungen, ja? Also das Strafrecht für die coolen Leute, könnte man sagen. Also da lernen Sie dann richtig, wie kann man Geld machen, wenn man dann Opfer einer Straftat geworden ist. Das ist das Zivilrechtliche. So, damit haben wir einen gesamten Überblick über alle Paragraphen, die wir dieses Semester lernen. Und Sie haben festgestellt, so wenig ist das nicht. Aber das sind alles Sachen, die Sie irgendwann mal vielleicht brauchen werden. Vielleicht nicht unbedingt die Schuldverschreibung auf den Inhaber, aber den Rest. Jetzt denken Sie sich, alles so abstrakt. Deshalb habe ich jetzt hier für Sie eine Vorschau, eine Preview, einen Trailer, könnte man sagen. Ja? Also wie im Kino, erst die Werbung. So schlimm sieht ein typischer Schuldrechtsfall aus. Also gucken wir uns einen typischen Schuldrechtsfall an. Der K. ersteigert bei eBay einen Laptop von Verbraucher V für 400 Euro. Man ist sich einig, dass V den Laptop an K liefern soll. V beauftragt seinen Bruder, den Laptop mit seinem Pkw zu K zu bringen. Auf dem Weg baut K einen Unfall, der Laptop wird zerstört. Also ein Drama, da kommt man, ist das dramatisch vor, das Auto explodiert, der Laptop in den Flammen geschmolzen. Und die Frage, die wir uns stellen als Juristen ist, muss der K bezahlen, obwohl er keinen Laptop bekommt? Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, die kann jeder von Ihnen hoffentlich beantworten nach dem ersten Semester, nämlich, wie lautet unser Obersatz? Das ist keine Neuigkeit aus dem Schuldrecht. Es ist das gleiche wie letztes Semester. Same procedure as every year, könnte man sagen. Wie lautet der Obersatz? Für diesen Fall. Das ist keine Überraschung. Jetzt wäre die Gelegenheit, sich zu melden. Ja? V könnte gegen K einen Anspruch auf Bezahlung des Laptops aus 433 Absatz 2 BGB haben. Und jetzt würden Sie normalerweise, wenn wir im ersten Semester wären, sagen, dazu müsste erstmal ein Vertrag zwischen V und K zustande gekommen sein. Wir sind aber jetzt alte Profis hier im zweiten Semester und wir gucken uns diesen Sachverhalt an und wir stellen fest, dieser Sachverhalt ist sehr, sehr knapp in Bezug auf Angebot und Annahme und all den ganzen Kram. Daher können Sie in diesem Fall in einem Satz schreiben, zwischen V und K besteht ein wirksamer Kaufvertrag. Punkt. Anspruch ist entstanden. Ja? Sie sehen, Schuldrecht, auf einmal alles so einfach. Ja? Das ganze erste Semester in einem Satz. Dummerweise ist der Fall damit aber leider nicht zu Ende. Denn jetzt kommt der Teil, der uns interessiert. Der Anspruch könnte nämlich untergegangen sein. Und das ist der wichtige Teil. Und das ist das Blöde im Schuldrecht. Da müssen Sie jetzt leider was zu schreiben. Und da müssen Sie als erstes die Norm finden, die sagt, wann gehen Ansprüche unter. Das ist schon schwierig, weil da gibt es halt viele Paragraphen. Und die entscheidende Norm hier finden Sie an ganz verborgener Stelle, unfairerweise, in 326 Absatz 1 Satz 1 BGB. Das ist so unfair. Ja? An den verstecktesten Stellen tauchen solche Paragraphen auf. Und was setzt denn dieser 326 Absatz 1 Satz 1 BGB voraus? Den Sie noch nie in Ihrem Leben gesehen haben, den Sie aber jetzt zum ersten Mal lesen und wo Sie staunen. Ja. Ja, der setzt erst voraus, dass die Leistung nach 275 untergegangen ist. Ja, der setzt voraus, dass die Leistungspflicht des V nach 275 Absatz 1 untergegangen ist.
Was ist denn die Leistungspflicht des V? Was muss denn der Verkäufer beim Kaufvertrag machen? Wo gucken Sie denn dahin? In welchen Paragraphen? Ja? Ja, in 433 Absatz 1 Satz 1 und da steht drin, der Verkäufer muss die verkaufte Sache übergeben und übereignen. Und jetzt ist die Frage, ist diese Pflicht zu übergeben und zu übereignen nach 275 Absatz 1 BGB untergegangen? Was sagt 275 Absatz 1, wann geht eine Leistungspflicht unter? Steht auch im Gesetz. Ja, wenn es für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist, diese Pflicht zu erfüllen. Ist es hier unmöglich, die Pflicht zur Übergabe und Übereignung eines Laptops zu erfüllen? Was meinen Sie? Kann der noch den Laptop übergeben und übereignen? Nein, warum nicht? Na, ist halt nicht schwierig. Das ist keine rechtliche Frage, das ist eine ganz praktische Frage. Warum kann er den Laptop nicht mehr übergeben und übereignen? Weil er geschmolzen ist. Und damit gibt es keinen Laptop mehr, damit kann niemand den Laptop übergeben und übereignen. Und jetzt denken Sie sich, ach, super, Fall gelöst. Ach, Pause, Feierabend. Aber ich will Ihnen ja zeigen, wie schlimm das Schuldrecht ist. Und deshalb sage ich Ihnen, es gibt eine Ausnahme im Gesetz und die steht in 447 Absatz 1 BGB. Und die ist so blöde formuliert, dass Sie nie auf die Idee kommen würden, dass das eine Ausnahme ist. Was steht in 447 Absatz 1 BGB? 447, ja? Ja, wenn der Käufer sagt, ich möchte die Ware gerne geliefert haben zu mir, dann trägt der Käufer die Gefahr ab dem Moment, wo die Sache auf den Weg gebracht worden ist. Das sagt 447 Absatz 1. Das heißt, es ist eine Ausnahme von diesen 326, die sagt, ich muss nicht bezahlen, wenn ich nichts bekomme. Ja? Das müssen Sie jetzt noch nicht verstehen, weil das kommt alles noch stundenlang und immer wieder, bis Sie es irgendwann singen können. Ja? Dann machen wir noch ein Lied daraus. Davon gibt es diese Ausnahme und diese Ausnahme liegt hier vor, denn der V sollte den Laptop zu K bringen und auf dem Weg ist er kaputt gegangen, dabei ist er zerstört worden und damit ist unser Ergebnis, na, wenn die Ausnahme von 326 vorliegt, was ist dann das Ergebnis? Eine intuitive Frage. Ja? Ja, V hat gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 400 Euro aus 433 Absatz 2 BGB. Sie sehen, Schuldrecht, toll, man muss nur den Paragraphen finden. Ja? Gucken wir uns mal einen anderen Fall an. Der K ruft bei V an, und einigt sich auf einen Kauf von einer Tonne Zement für 500 Euro. Übergabe und Übereignung sollen am folgenden Tag erfolgen. Der V stellt den Zement beiseite. Und Sie können sich vorstellen, eine Tonne Zement heißt nicht so ein Fass, sondern eine Tonne ist eine Gewichtseinheit, das ist ganz schön viel Zement. Als K auch 3 Wochen später den Zement nicht abgeholt hat, ruft ihn V an und meint, K müsse nun 60 Euro angefallene Lagerkosten zahlen. K meint, V müsse ihm den Zement liefern. Ja? Kein fernliegender Fall. Wir fragen uns nur, muss K die Lagerkosten zahlen? Und jetzt denken Sie wieder, ja, ja, 433 Absatz 2. Dummerweise sagt 433 Absatz 2, er muss den Kaufpreis zahlen. Da steht nichts von Lagerkosten. Also müsste man jetzt normalerweise im BGB stundenlang rumblättern, bis man eine Anspruchsgrundlage gefunden hat. Und der Trick hier ist, die Anspruchsgrundlage finden Sie in Paragraf 304. Ja, da werden Sie nie drauf gekommen. Und selbst wenn Sie am Ende dieses Semesters alles gelernt haben, werden Sie das im Zweifel immer noch nicht wissen, weil das ist eine Norm, die lernt kein Mensch. Aber die kommt überraschend oft im Examen dran. Also irgendwie ist das ein Missverhältnis.
304 BGB, was sagt 304? Was sehen Sie da so? Eine tolle Norm. Was regelt 304? Wie kommt man da auf Lagerkosten? Ja. Ja, ist die Voraussetzung, dass eine Partei ihre vertragliche Pflicht nicht erfüllt? Was setzt der 304 genau voraus? Ja? Verzug des Gläubigers. Ja, Verzug des Gläubigers. Und was Verzug des Gläubigers ist, steht praktischerweise davor. Also wenn Sie ein paar Paragraphen vorblättern, bei 293 fängt es an und dann wird erklärt, was denn der Verzug des Gläubigers ist. Und der Verzug des Gläubigers ist, wenn der Gläubiger die Leistung nicht annimmt. Und wenn Sie in 296 BGB gucken, da steht da drin, wenn ein Zeitpunkt vereinbart ist, an dem er abholen soll, und er kommt einfach nicht, gerät er in dem Moment in Verzug. Wenn Sie aber gucken, streiten die Parteien gar nicht darüber, ob es zu spät ist, sondern die streiten worüber. Was ist der Streitpunkt? Ja? Der Leistungsort. Wo er abholen muss. Muss er abholen oder muss geliefert werden? Und da können wir uns wieder, wenn nichts gesagt worden ist, aufs Gesetz verlassen, nämlich hier auf 269 BGB. 269 BGB sagt, wenn man sich nicht geeinigt hat, wird vermutet, dass abgeholt werden muss. Im Zweifel müssen Sie sich alles abholen. Das ist relativ offensichtlich bei einer Vorlesung. Bei einer Vorlesung müssen Sie hinfahren, die wird Ihnen nicht zu Hause geliefert. Ja? Die Heimvorlesung. Aber, ja, schade eigentlich, ne? Aber beim Kauf ist etwas überraschend. Sie denken sich zum Beispiel, wenn Sie was im Internet bei Amazon bestellen, das wird Ihnen geliefert. Das BGB sagt aber, im Zweifel müssen Sie dann dahin fahren und das abholen. Alle Abweichungen müssen also ausdrücklich oder konkludent vereinbart werden. Ja? Der Grundsatz ist, alles wird abgeholt, außer es ist was anderes vereinbart. Also, Sie sehen, das Schuldrecht ersetzt den Inhalt von Verträgen. Wenn man sich nicht geeinigt hat, gibt es immer eine Vermutungsregelung, die sagt, was gilt, wenn man sich nicht geeinigt hat. Was haben wir noch? Ich habe Ihnen schon gesagt, die wichtigste Norm im BGB ist 280. Und dazu habe ich Ihnen auch einen Fall mitgebracht. K kauft am 1. Februar bei V ein Auto, das am 1. April geliefert werden soll, damit K nach Italien in Urlaub fahren kann. Der V vergisst, diese Bestellung an den Hersteller zu übermitteln und kann daher erst am 16. April liefern. K nimmt für die Fahrt nach Italien einen Mietwagen und verlangt daher Kosten in Höhe von 280 Euro für die Zeit, wo er den Mietwagen hatte, bis er wieder aus Italien zurück war. Kriegt er diese 280 Euro? Und hier hilft uns der 304 nicht, weil der Vorwurf ist nicht, dass er sich angenommen hat, sondern der Vorwurf ist, es ist nicht geliefert worden. Das heißt, wir sind hier ganz normal wieder bei 280, den ich Ihnen eben als wichtigste Norm vorgestellt habe. Und was sagt der 280 uns? Wer eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt, muss den dadurch entstehenden Schaden ersetzen.
Hat er eine Pflicht verletzt? Was sagen Sie dazu? Mal so, was war seine Pflicht? Ist immer das Gleiche. Ja? So ist es. Seine Pflicht war nach 433 Absatz 1 Satz 1 zu übergeben und zu übereignen. Und zwar wann? Ja? Am 1. April. Hat er das gemacht? Nein. Also hat er seine Pflicht verletzt. Sehen Sie, so einfaches Schuldrecht. Mann, idiotensicher. Aber jetzt kommt die Schikane, um Sie alle zu ärgern. Wenn Sie mal den 280 lesen, hat er nicht nur einen Absatz. Das ist unfair. Das ist eine miese Masche. Der hat drei Absätze. Und wenn Sie den zweiten Absatz lesen, steht da drin, Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung gibt es nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen oder unter der zusätzlichen Voraussetzung des 286. Mann, ist das eine Schikane, einen Absatz weiterlesen, unfair. Und 286 sagt, wow, ist ja ganz einfach, wenn zu spät geleistet ist, müssen Sie grundsätzlich mahnen. Mahnen heißt, ey, du hast mich vergessen, du wolltest doch liefern. Aber davon gibt es wieder eine Ausnahme. Toll. Davon gibt es wieder eine Ausnahme. Und diese Ausnahme finden Sie in Absatz 2. Absatz 2 sagt nämlich in Nummer 1, wenn ein Termin bestimmt ist und der Termin ist verstrichen, dann brauchen Sie nicht nochmal zu erinnern. Wenn von vornherein klar war, der 1. April, dann reicht diese Vereinbarung. Da brauchen Sie nicht nochmal zu sagen, ey, 1. April, erinnerst du dich? Weil den Kalender führen kann jeder selbst. Ja, Sie sehen, Schuldrecht ist ja geschenkt. Letzter Fall, K. bestellt im Online-Shop des V. 5 Bücher für sein Studium. Nachdem ihm diese geliefert worden, stellt er fest, dass ihm nur ein Buch zusagt. Er schickt V. einen Tag nach Erhalt eine E-Mail, dass er 4 Bücher nicht behalten will und sendet diese mit der Post zurück. V. meint, er habe K. kein Rückgaberecht eingeräumt, die Bücher seien mangelfrei. Dann denken sie sich, ja, muss K. 160 Euro für die zurückgesandten Bücher bezahlen? Was könnte die Anspruchsgrundlage sein? Jetzt staunen Sie alle. Was ist die Anspruchsgrundlage? Selbe, die Sie im ersten Semester auch haben. Wonach müssen Sie Bücher bezahlen? Kaufvertrag. 433 Absatz 2. Der Käufer muss die gekaufte Ware bezahlen. Das heißt, wir prüfen einen Anspruch des V gegen K aus 433.2 und ist dieser Anspruch entstanden? Da wir hier im Schuldrecht sind, kann ich Ihnen gleich sagen, ja. Im Schuldrecht ist die Antwort immer ja, weil Anspruch entstanden ist, wie gesagt, BGB AT. Aber der Anspruch könnte untergegangen sein und hier gibt es diese tolle Regelung des 355 Absatz 1 Satz 1, der sagt, wenn widerrufen wird, sind Verbraucher und Unternehmer an ihre Willenserklärungen nicht mehr gebunden. Anders als bei der Anfechtung wirkt das nicht ex tunc, sondern es wird erst ex nunc. Das bedeutet, wenn sie widerrufen, erlischt in dem Moment die Kaufpreiszahlungspflicht. Ab Moment des Widerrufs. Der Widerruf kann heutzutage formlos erklärt werden. Das heißt, die E-Mail ist okay und damit hat er den Vertrag widerrufen und damit besteht kein Kaufvertragsanspruch mehr. Um sie aber zu schikanieren, hat der Gesetzgeber hier eine der verwirrendsten Normenketten aufgebaut, die Sie sich vorstellen können. Und dazu müssen wir nämlich gucken, ein Widerruf ist nur möglich, wenn ein Widerrufsrecht besteht. Das heißt, ein Grund besteht. Und diese Gründe finden Sie in 312g Absatz 1. 312g Absatz 1. Wenn Sie ein ganz altes BGB haben, was mehr als 2 Jahre alt ist, finden Sie diesen Paragraphen nicht. Also ein bisschen aktueller sollte es schon sein. 312g Absatz 1 setzt aber wiederum voraus,
dass die Voraussetzungen von 312 Absatz 1 vorliegen, das heißt ein entgeltlicher Verbrauchervertrag. Außerdem setzt er voraus, dass, also 312, das setzt voraus ein entgeltlicher Verbrauchervertrag, der Verbrauchervertrag ist definiert in 310 Absatz 3, der setzt wieder einen Verbraucher voraus, der in 13 definiert ist, und außerdem brauchen wir noch einen Fernabsatzvertrag, der ist definiert in 312c. Sie sehen also, können Sie ganz viele Paragraphen ganz schön der Reihe nach zitieren. Und wenn Sie da einen vergessen, ist das ziemlich schlecht. Das Gute ist, dass wir da eine ganze Woche drüber reden können und dann ist die Sache auch erledigt. So, Sie haben gesehen, da kommt alles dran. Sie müssen tausend Sachen lernen und sind jetzt schon fast verzweifelt und sagen, ich will mein Studium abbrechen und will jetzt lieber Kunstgeschichte studieren. Ja, was können wir tun, damit das alles einfacher wird? Erstmal sollten Sie vermeiden, diese tollen Folien mit den vielen lustigen Bildern und Texten sich alle auszudrucken und anzugucken, weil auf den Folien stehen drauf Schlagworte, da stehen drauf so ganz knappe Lösungskizzen und da sind drauf lustige Bilder. Aber wenn Sie da nicht zuhören, werden Sie am Ende nicht damit anfangen können. Das kann ich Ihnen gleich sagen, Sie gucken sich die Folie an und sagen, worum ging es denn bei dieser Folie? Deshalb haben wir dieses tolle Gerät da. Oh, was ist das für ein Gerät? Fragen Sie sich, eine Maschine. Der Maschine wird den Menschen ersetzen, kann ich Ihnen sagen. Also diese Maschine hier nimmt mich auf. Sie sehen, das ist eine Videokamera. Und alles, was ich hier sage, können Sie sich dann zu Hause in der Badewanne oder am Strand oder, weiß ich nicht, bei der Grillparty angucken und all Ihren Freunden schicken und Mama und Papa zeigen, weiß ich nicht. Das können Sie alles machen. Das ist aber allerdings nicht der Sinn der Aktion. Der Sinn der Aktion ist, manchmal hat man so kleine Einschlafmomente oder man quatscht gerade mit dem Nachbarn so spannende Sachen, weil das Wochenende schön war. Und wenn man das gemacht hat, hat man vielleicht das Wichtigste verpasst. Und dann können Sie jetzt nochmal hier alles angucken. Und wenn ich zu schnell rede, können Sie auf Zeitlupe stellen. Dann rede ich so ein bisschen mit tieferer Stimme und viel langsamer. Das kriegen Sie alles hin. Und dann können Sie das alles nachvollziehen. Das können Sie machen. Es gibt zweitens diese Gliederung hier. Sie sehen, bei der Gliederung ist es so, links steht der Tag in dieser grauen Spalte. Rechts steht oben in Rot das Thema. Zum Beispiel in dem Fall Rücktritt. Darunter kommen Fragen. Diese Fragen sollten Sie sich selber stellen können und beantworten können nach der Veranstaltung. Das ist der Test, ob Sie das gelernt haben, was ich Ihnen hier beibringen will. Wenn Sie Spaß dran haben, können Sie mir auch gerne Antworten zu den Fragen per E-Mail schicken. Ich gucke mir das dann an und sage, Sie haben alles verstanden, Sie sind ein toller Typ. Dann biete ich Ihnen an ein Skript. Dieses Skript können Sie runterladen zu jeder Vorlesung. Das ist toll, da finden Sie alles. Ja, da steht mit lustigen Fällen und Beispielen. Sie sehen, es gibt hier so Beispiele, die sind so grauen Kästchen und da sind auch so schöne Bildchen drin und Prüfungsschemata und alles, was Sie haben wollen. Dann gibt es, was Sie vielleicht auch schon gesehen haben, ein Skript für die Arbeitsgemeinschaften. Sie wissen vielleicht, es gibt Arbeitsgemeinschaften. Wenn Sie das nicht wissen, ist das schlecht. Es gab letztes Semester auch schon Arbeitsgemeinschaften und da sollten Sie dringend hingehen. In diesen Arbeitsgemeinschaften werden mit Ihnen alle Sachen, die ich hier mache, nicht gemacht. Nein, die Arbeitsgemeinschaften finden statt ab nächste Woche, sind jeweils 90 Minuten und wir haben hier ungefähr dreimal so viel Vorlesung, das heißt, wir haben etwas mehr Vorlesung als AG. Dementsprechend kann die AG nicht alles machen. Ich habe für die AG-Leiter dieses AG-Skript vorbereitet. Da finden Sie drin Definitionen, Schemata, Fälle.
Es gibt zu jedem dieser Fälle eine ausformulierte Lösung. Ja, die habe ich die ganzen Semesterferien gemacht. Ich habe 40 Fälle gemacht und 40 Lösungen geschrieben. Ja, sowas macht man in seiner Freizeit. Und diese Lösungen werde ich auch für Sie bereitstellen. Das heißt, Sie können dann zu jedem Fall, wenn Sie Spaß daran haben, auch mal eine Lösung lesen. Das finden Sie alles in eCampus. Dann kann ich Ihnen anbieten Karteikarten. Die können Sie sich entweder selber ausdrucken oder wir können die für Sie ausdrucken lassen. Das Problem ist nur, ich kann die nicht kostenlos drucken lassen, weil das kostet nämlich selbst mich Geld und ich verdiene viel weniger, als Sie vielleicht vermuten sollten. Also, das müssen wir noch schauen. Aber auf jeden Fall gibt es einen Karteikartensatz mit 100 Karteikarten zum Schuldrecht AT, wo Sie nochmal alle wichtigen Schemata, Definitionen und Abgrenzungen lernen können. So, dann kommen wir zum Thema Bücher. Ich habe Ihnen hier Bücher rausgesucht. Es gibt dieses tolle Buch, das ist ganz dünn, ja, und schweineteuer, wie Sie sehen. Dieses Buch kostet 23 Euro und es ist kurz. Ich gebe das jetzt mal hier rum, möchte aber am Ende zurückhaben, das ist jetzt nicht geschenkt. Ja. Dieses Buch ist deshalb gut, weil es von mir ist, aber es soll Sie jetzt nicht beeinflussen. Alternativ gibt es dieses Buch, das möchte ich auch zurückhaben, aber da ist zumindest ein Stempel drauf. Also wenn das geklaut wird, merke ich das. Also, mein Buch ist sehr kurz, das hat aber eine CD mit immerhin, ich glaube, 90 Fällen dabei und 100 Urteilen und alles Mögliche. Und als Hörbuch. Es gibt... Ha? Ja, das ist kein Witz. Steht da drauf Hörbuch? Vorne drauf. Ja, sehen Sie? So. Also, das Buch ist toll. Es gibt auch dieses hervorragende Buch von Herrn Loschelders. Bei Herrn Loschelders muss ich sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist deutlich besser, denn es hat viel, viel mehr Seiten. Ja? Sie zahlen also pro Seite deutlich weniger. Es hat ein gewisses Problem. Sie brauchen nicht nur ein Buch, Sie brauchen zwei Bücher, nämlich Loschelders Schuldrecht allgemeiner Teil und Loschelders Schuldrecht besonderer Teil. Und jedes dieser Bücher hat zwischen, ich glaube, 400 und 600 Seiten, das heißt ungefähr 1000 Seiten müssten Sie dann lesen bis Ende des Semesters. Das zweite Problem ist mit diesem Buch, das ist ein tolles Buch, es hat nur ein großes Problem, es steht viel drin, was Sie nicht wissen müssen und andererseits das, was Sie wissen müssen, das steht manchmal nur so in einem Halbsatz drin, und im Motto, ja, das ist auch so, aber das weiß ja eh jeder. Und das ist momentan für Sie etwas schwierig, weil Sie ja eben nicht so viel Zeit haben, um es mal ganz pragmatisch zu sagen. Daher, Sie können sich in Loschelders kaufen, aber da müssen Sie sich halt auch viel Zeit für nehmen. Müssen Sie sich eines dieser Bücher kaufen? Nein, müssen Sie nicht, denn Sie können A, das Skript nehmen, was kostenlos ist, und B, können Sie natürlich auch irgendwie ein Hämmer- oder Altmann-Skript kaufen, das ist jetzt auch nicht verboten, aber auch da werden Sie feststellen, da steht viel Kram drin, den Sie nicht wissen müssen. Das ist manchmal verwirrender, als es nötig ist. Also mein Skript ist das Beste. Mein Buch ist natürlich auch toll, weil das halt als Buch da ist. Das können Sie sich schön in die Hand nehmen. Und das gibt es als Hör-CD und da sind auch Fälle dabei. Und alles ist wie Weihnachten. Aber es ist halt viel zu teuer. Damit sind wir noch nicht am Ende. Wir haben noch mehr. Die AG, habe ich Ihnen schon gesagt, dient dazu, die Anwendung des Ganzen zu machen. Wenn Sie sich denken, ich schenke mir die Vorlesung, die AG ist viel cooler, weil der AG-Leiter schafft es in 90 Minuten das zu machen, was dieser komische Professor innerhalb von 3 Stunden die Woche nicht hinkriegt, muss ich Ihnen sagen, das ist schlicht unmöglich. Ich wäre schon sehr überrascht, wenn die AG-Leiter es schaffen, die 47 Fälle zu machen. Es ist einfach viel zu viel Stoff, das geht nicht. Das heißt, die Vorlesung schenken und nur zur AG gehen, halte ich für völlig blöde. Zweite Sache ist, wenn die AG funktionieren soll, müssen Sie schon einigermaßen vorbereitet sein. Wenn Sie hingehen und sagen, wie, Kaufvertrag, hat noch nie was von gehört,
dann neigen viele Agiler dazu und sagen, ja, okay, ich fange nochmal ganz einfach an. Ein Vertrag kommt zustande durch zwei übereinstimmende, in Bezug aufeinander abgegebene Willenserklärungen, Antrag und Annahme. Ein Kaufvertrag ist ein Vertrag, durch den der Verkäufer verpflichtet wird, die Sache zu übergeben, zu beeignen. 4, 3, 3, also kann man stundenlang machen. Wenn der Agilleiter das macht, dann haben Sie am Ende BGBAT schön wiederholt. Nur dummerweise haben Sie nichts gelernt, was Sie für diese Klausur brauchen. Das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel der AG muss sein, dass Sie für diese Klausur trainiert werden. Und das geht nur, wenn Sie den Theoriestoff beherrschen und da nochmal Detailfragen stellen und was an Fällen ausprobieren. Alles andere macht keinen Sinn. Also gucken Sie sich die Vorlesung zumindest mal an und oder lesen Sie das Skript oder ein Buch oder irgendwas. Wo finden Sie die ganzen tollen Materialien? Auf eCampus. eCampus ist diese komische E-Learning-Plattform der Uni Bonn. Da kommen Sie hin. Entweder, wenn Sie in Basis die Vorlesung raussuchen, da auf den großen Knopf klicken, da kommen Sie hin über meine Lehrstuhlseite oder Sie kommen hin über eCampus.unibonn.de. Das ist dann wie eine Geschenkpackung. Da werden Sie so tolle Sachen finden. Aufsätze, Fälle, AG-Skript, Falllösungen. Also alles, was Sie sich wünschen können. Vorlesungsskript, Videos, also unglaublich. Was finden Sie noch? Sie können, wenn Sie ein Freund des Computers sind, einen Online-Kurs zum Schuldrecht machen. Den finden Sie unter Learn Jura Uni Bonn. Der hat zwei Vorteile. Sie können zu jeder Seite Fragen drunter schreiben und sagen, habe ich alles nicht verstanden? Und das ist komplett anonym. Das heißt, niemand kann herausfinden, dass Sie die doofe Frage gestellt haben. Und der zweite Vorteil ist, wenn Sie da was drunter schreiben, dann kann ich den Text direkt ändern und verbessert sich das immer wieder. Es gibt auch auf dieser eCampus-Seite oben ein Forum, da steht Fragen zum Schuldrecht und zur Vorlesung. Auch da können Sie anonym schreiben. Sie können mich übelst beleidigen. Ja? Also wenn Sie mal eine Chance haben wollen, so einen Professor richtig fertig zu machen, bis er weinend hier in der Vorlesung steht, ist das die Gelegenheit. Schreiben Sie es einfach da rein. Ich kann es nicht zurückverfolgen. Es gibt keinen technischen Weg, es zurückzuverfolgen. Dafür steht der deutsche Datenschutz. Ja? Und das Bundesverfassungsgericht. Ja? Also da können Sie stolz sein. Da können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Dann habe ich für Sie noch was Online-mäßiges. Die ersten fliehen jetzt schon, weil es zu viel online ist. Es gibt unter visilex.jura-uni-bonn.de, wie soll man sagen, den Kinderspielplatz der Juristen. Da gibt es dann Multiple-Choice-Fragen, wo Sie dann so Wer wird Millionär-mäßig spielen können. Da gibt es so Karteikarten, wo Sie so lange lernen können, bis der Computer Ihnen sagt, jetzt kann es aber wirklich im Schlaf. Da gibt es auch so Fälle zum Lösen, wo Sie dann immer so mit Lückentexten gucken müssen, ob Sie eine Falllösung hinkriegen. Also es ist ein bisschen wie Kinderspielplatz. Da findet jeder irgendwas und auch das gibt es. Ansonsten gibt es noch mehr. Sie sehen, ich habe hier wie Weihnachten. Es gibt auch Vorlesungsvideos jedes Semester. Ich mache nämlich zu den Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass kein Mensch verstanden hat, immer nochmal ein kurzes Erklärvideo. Es gibt zum Beispiel vom letzten Semester dieses tolle Video, Schuldrecht in 90 Minuten. Da können Sie in 90 Minuten die gesamte Vorlesung, das ganze Semester, innerhalb von 90 Minuten selber lernen. Ja, das ist Technik, die begeistert. Mit Audio und Video und Zeichentrick. So. Sie sehen, es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, hier zu lernen. Und es ist für jeden was dabei. Das ist also hier wie das Ü-Ei, für jeden eine kleine Überraschung und Schokolade und Spiel. Kommen wir mal zum Ernst der Sache. Ich habe Ihnen gesagt, am Donnerstag beginnen wir mit der Entstehung von Schuldverhältnissen, damit wir hier einigermaßen kompetent reden können. Wiederholen wir nochmal so ein paar Grundbegriffe, die man schon mal gehört haben muss. Sie erinnern sich vielleicht düster,
im ersten Semester haben Sie etwas gelernt von Rechtsgeschäften. Ja? Rechtsgeschäften, erinnern Sie sich düster? Rechtsgeschäfte sind nach der Definition, die Sie nicht auswendig kennen müssen, alle Tatbestände aus mindestens einer Willenserklärung, die gegebenenfalls in Verbindung mit anderen Voraussetzungen eine Rechtsfolge herbeiführen. Sie haben im ersten Semester ein Rechtsgeschäft kennengelernt, nämlich den Kaufvertrag. Ein Rechtsgeschäft ist aber zum Beispiel auch die Übereignung nach 929 BGB, die Erfüllung des Kaufvertrages durch Verschaffung des Eigentums. Auch das ist ein Rechtsgeschäft. Sie haben auch gelernt, auch die Anfechtung ist ein Rechtsgeschäft, weil Sie haben eine Willenserklärung, die eine Rechtsfolge herbeiführt. Ja? Klar, Rechtsgeschäft ist immer dann, wenn mindestens eine Willenserklärung vorliegt und dadurch eine Folge eintritt. Dann haben Sie gelernt, eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften nennt man Verträge. Verträge zeichnen sich dadurch aus, dass es mindestens zwei in Bezug aufeinander abgegebene Willenserklärungen gibt. Die eine nennt man Antrag und die andere nennt man Annahme. Und jetzt kommt das einzig Neue, es gibt nämlich Schuldverhältnisse. Und Schuldverhältnisse sind alle Rechtsbeziehungen, durch die zwischen mindestens zwei Parteien mindestens eine Verpflichtung begründet wird. Diese beiden Parteien nennt man Schuldner und Gläubiger. Der, der schuldet, heißt Schuldner und der, der was bekommt, heißt Gläubiger. Das Ganze wird jetzt aber dadurch kompliziert, dass es Rechtsgeschäfte gibt, die nicht zu Schuldverhältnissen führen. Die Anfechtung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft und sie führt nicht zu einem Schuldverhältnis. Ebenso führt ein Rechtsgeschäft möglicherweise zu einer reinen Verfügung, zum Beispiel zur Eigentumsänderung in 929 und damit auch nicht zu einem Schuldverhältnis. Weil, wenn Sie eine Sache übereignen, dann wechselt das Eigentum. Vorher war A Eigentümer, hinterher ist B Eigentümer. Dann gibt es aber keine Pflichten, dann sind die Pflichten gerade erfüllt. Dann war es das. Bei der Anfechtung, die Anfechtung führt dazu, dass der Vertrag wegfällt. Damit entstehen keine Pflichten, sondern damit verschwinden Pflichten. Es gibt davon aber eine Ausnahme, deshalb gibt es diese Linie. Und diese Ausnahme ist die Auslobung. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, Sie hängen ein Schild auf, meine Katze Flauschi ist entlaufen oder mein Hund Beißi ist entlaufen. Ja? Mein Hund Beißi ist entlaufen, wer ihn findet, kriegt 100 Euro und einen blutigen Arm. Dann kann derjenige, den Hund abliefert, die 100 Euro verlangen. Das ist ein Schuldverhältnis. Ja? Um es noch komplizierter zu machen, können Schuldverhältnisse aber nicht nur durch Rechtsgeschäfte entstehen, sondern es gibt noch zwei andere Wege. Den einen Weg finden Sie in 311 Absatz 2 und Absatz 3 BGB. Wenn Sie da mal reingucken, dann sehen Sie in 311 Absatz 2 und Absatz 3 ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 241 Absatz 2 entsteht, und dann kommt da so ein Katalog, erstens durch die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, zweitens durch die Anbahnung eines Vertrages, durch den die eine Seite auf die andere Seite, bla bla bla, und drittens durch ähnliche geschäftliche Kontakte. Frage, was steht in 241 Absatz 2? Das sollte sich Ihnen jetzt aufdrängen, weil er da ausdrücklich genannt ist. Und da steht drin, das Schuldverhältnis kann zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Was ist damit jetzt wieder gemeint? Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Supermarkt und die haben da faulige Bananenschalen auf dem Boden liegen und Sie rutschen darauf aus. Dann ist das für alle anderen lustig. Für Sie nicht so sehr, weil Sie sich verletzen, dann hat der Supermarkt nicht Rücksicht auf Ihre
Rechte, Rechtsgüter und Interessen genommen. Typischer Fall ist auch, Sie parken auf dem Parkplatz am Supermarkt, steigen aus, es ist nicht gestreut, Sie rutschen aus und brechen sich irgendwie die Hüfte. Dann hat er nicht Rücksicht auf Ihre Rechte, Rechtsgüter und Interessen genommen. Das Ganze hängt nicht davon ab, ob Sie schon was gekauft haben, das wäre nämlich ein blöde. Dann würde er nämlich sagen, sobald ich was gekauft habe, bin ich geschützt, sobald ich noch nichts gekauft habe, hätte ich Pech. Und das regelt 311 Absatz 2. Sie haben also bei 311 Absatz 2 noch keine Willenserklärungen. Die Willenserklärungen sind noch nicht abgegeben. Und trotzdem muss man schon beschützt werden, wie das eigene Baby. Also wenn Sie auf dem Supermarkt Parkplatz rumlaufen, werden Sie behütet und beschützt. Das freut Sie. Es gibt noch eine dritte Kategorie und das ist das, was nächstes Semester kommt. Das sind die gesetzlichen Schuldverhältnisse. Wir haben den 812 heute schon mal gehört und letztes Semester haben Sie davon auch gehört. 812 entsteht dadurch, dass jemand etwas geleistet hat, aber der Vertrag gar nicht wirksam war. Da gibt es auch keine Willenserklärung, das entsteht einfach durch die Leistung als natürliche Handlung. 823 ist noch cooler. Jemand verprügelt Sie, weil er irgendwie gerade auf Schläge aus ist. Dann hat er mit Ihnen keinen Vertrag geschlossen. Darf ich dich schlagen? Ja. Ja, es gibt keinen Vertrag über Prügel. Oder jemand baut mit Ihrem Auto einen Unfall. Da würde er auch nicht sagen, darf ich jemand eben reinfahren? Und Sie sagen ja. Das heißt, es gibt keinen Vertrag, sondern es entsteht allein dadurch, dass jemand Ihre Sachen kaputt macht. Wenn jemand Sie verletzt oder Ihre Sachen verletzt, entsteht der Anspruch durch die Verletzung, ohne dass ein Vertrag zustande gekommen ist. Und dann haben wir noch 987 folgende. Wenn jemand jetzt hier mein Buch kaputt macht, was irgendwo hier rumläuft, dann gibt es für mich einen Schadensanspruch aus 989, 990. Oder es gibt für mich auch einen Ersatz der Nutzungen. Wenn jemand das auswendig lernt, damit eine gute Note schreibt, kriege ich dafür auch Geld. Das steht im BGB 987 folgende. Sie sehen, Schuldrecht, schwierige Sachen. Dann werden wir uns nächsten Montag ganz intensiv mit Pflichten befassen. Pflichten sind geregelt in 241. 241 hat nur zwei Absätze, das ist einfach. Der erste Absatz hat zwei Sätze und der erste Absatz regelt Leistungspflichten. Das klingt irgendwie so ein bisschen elitär nach Leistungsgesellschaft oder irgendwie sowas. Das meint was ganz Triviales. Leistung ist das, was Sie fordern können. Im Kaufvertrag ist die Leistung des Verkäufers die Übergabe und Übereignung der gekauften Sache. 433.1.1. Was ist die Leistung, die der Käufer erbringen muss nach 433 Absatz 2? Ist ja nicht schwierig. Ja. Ja, die Pflicht des Käufers ist die Zahlung des Kaufpreises. Wenn Sie in 433 Absatz 2 komplett lesen, ist das die einzige Pflicht, die der Käufer hat. Gucken Sie 433 2 mal an. Er muss auch die Ware abnehmen. Also in Deutschland, zum Beispiel anders in Japan, ist es so, der Käufer hat eine einklagbare Pflicht, die Ware abzunehmen. Warum kann das interessant sein, die Ware abzunehmen, fragen Sie sich. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen wilden Tiger oder Sie haben ein Nilpferd und haben das verkauft. Und der Käufer zahlt Ihnen auch brav den Kaufpreis, der holt aber das Nilpferd nicht ab. Welches Problem haben Sie dann? Wer von Ihnen hat ein Nilpferd? Ja, Sie müssen das erstmal irgendwo aufbewahren, tiergerecht, und Sie müssen das ernähren. Und wissen Sie, wie viel so ein Nilpferd frisst? Das frisst Ihnen die Haare vom Kopf. Da sind Sie froh, wenn Sie das los sind. Und deshalb hat der Käufer eine Pflicht, Ihnen das Nilpferd gefälligst abzunehmen. Das regelt 433.2. Das sind Leistungspflichten. Leistungspflichten zeichnen sich dadurch aus, wenn die Pflicht nicht erfüllt wird, können Sie vor Gericht gehen und Sie können darauf klagen. Und wenn Sie gewinnen, dann kommt der Gerichtsvollzieher und setzt das notfalls mit Zwangsmaßnahmen durch. Zum Beispiel, wenn jemand irgendwie ein Werk erbringen soll, dann kann man gegen den Zwangsgelder festsetzen, bis der es irgendwann freiwillig macht.
Wenn jemand eine Kaufsache übergeben soll, dann kommt der Gerichtsvollzieher, nimmt dem Verkäufer die Sache ab und bringt die zum Käufer und gibt die dem. Ja, der kommt dann also, tak, tak, nimmt und gibt ab. Notfalls tritt er auch Türen ein und kann ein bisschen brutaler werden. Also nicht er selber, hat dann halt seine Hilfsleute, holt die Polizei, nicht irgendwie so Moskau in Kassau, sondern die staatliche Variante. Und die machen das dann. Können Sie gucken, Achtung, Kontrolle bei Kabel 1, da kommt das manchmal. Und der 241 hat aber dummerweise einen zweiten Absatz. Und der zweite Absatz sagt, es gibt diese Rücksichtnahmepflichten. Und die Rücksichtnahmepflichten haben ein Problem. Die sind nämlich wie so eine Wolke und keiner weiß genau, was da eigentlich geschuldet ist. Sie können nicht darauf klagen, der soll mich gefälligst hier berücksichtigen, der soll Rücksicht nehmen, der soll nett sein. Weil der Gerichtsvollzieher hätte dann ein Problem. Der kann nämlich nicht hingehen und sagen, jetzt nimm doch endlich mal Rücksicht. Und wenn du es nicht machst, dann haue ich dich. Weil das ist völlig unbestimmt. Aus Rücksicht kann man keine konkreten Rechtsfolgen ziehen. Und Gerichtsvollzieher müssen sich so vorstellen, die sind wie Roboter und die können immer nur das, was man denen sagt. Die können keine rechtliche Würdigung vornehmen. Das sind keine Juristen. Deshalb, der Gerichtsvollzieher ist ein reiner Auftragroboter und deshalb kann er Rücksichtnahme nicht vollstrecken. Wenn aber die Rücksichtnahmepflicht verletzt wird, dann entstehen dadurch Schadenspflichten nach 280 BGB. Das heißt, wenn die Rücksichtnahme verletzt worden ist, kriegen Sie Schadensersatz in Geld. Und den können Sie natürlich einklagen und der kann dann wieder vollstreckt werden. Jetzt kann es sein, dass Sie einen Handwerker haben, der Sie jeden Tag übelst beleidigt. Ja? Oder immer angrapscht oder irgendwas Schlimmes macht. Dann wissen Sie genau, nachdem er das erste Mal gemacht hat, das macht er vielleicht nochmal. Dann können Sie nach dem BGB den Handwerker verklagen auf Unterlassung. Das ist zulässig, weil dann wissen Sie genau, welche Form von Rücksichtnahme Sie haben wollen. Und dann kriegen Sie auch ein Urteil, wo drin steht, der Handwerker hat es unterlassen, Sie zu beleidigen, Sie zu begrapschen oder was auch immer er macht. Und dieses Urteil kann der Gerichtsvollzieher wieder vollstrecken. Also Rücksichtnahmepflichten werden dann einklagbar, wenn sie nicht mehr so wolkenmäßig unbestimmt sind, sondern wenn sie eine ganz konkrete Handlung oder Unterlassung verlangen können. Wenn die Rücksichtnahmepflicht auf einmal ganz spezifisch wird, weil sie genau wissen, der hat schon mal gemacht, während den Anfängen. Ja? Das sind Pflichten. Pflichten haben immer den 280 zur Folge, wenn ich sie verletze, gibt es Schadensersatz. Und Leistungspflichten kann man auch gerichtlich einklagen. Es gibt im BGB aber auch etwas, das nennt sich Obliegenheit. Warum nennt sich das so? Weil es keine Pflicht ist. Sie dürfen weder auf die Vornahme einer Obliegenheit klagen, noch dürfen Sie auf die Unterlassung der Obliegenheit klagen. Wenn die Obliegenheit verletzt wird, gibt es auch keinen Schadensersatz. Obliegenheiten sind schwierig. Das praktisch wichtigste Beispiel ist das Mitverschulden. Was meint Mitverschulden? Ganz einfach, wenn Sie betrunken über die Straße torkeln und werden von einem Auto mitgenommen, dann haben Sie als Fußgänger ein Mitverschulden. Denn Sie haben gefälligst nicht betrunken, auf die Straße zu laufen. Wenn Sie ohne Schuhe draußen rumlaufen und in der Glasscherbe treten, haben Sie ein Mitverschulden, weil es von Menschen erwartet wird, dass Sie Schuhe anziehen. Mitverschuldensregeln sind meistens gesetzlich nicht vorgegeben. Es gibt nirgendwo einen Paragraphen, der sagt, Menschen, die auf die Straße gehen, sollten Schuhe anziehen. Das ist gesetzlich nicht geregelt. Mitverschulden wird immer geguckt, ist ein vernünftiger Mensch in der Lage, das zu erkennen, um sich selber zu schützen. Eine andere Obliegenheit ist dieser Annahmeverzug, dass der Gläubiger grundsätzlich die Leistung annehmen muss. Der Gläubiger muss Leistungen annehmen. Warum muss er das machen? Erstmal, beim Kaufvertrag muss der Käufer die Kaufsache annehmen, weil er eine Pflicht dazu hat. Das heißt, ich kann ihn darauf zwar klagen. Der Verkäufer hat aber keine Pflicht, das Geld anzunehmen.
Wenn der Verkäufer sagt, nee, das Geld nehme ich nicht, dann wundern Sie sich vielleicht, warum sagt er das? Aber er hat ein Recht dazu zu sagen, will ich nicht. Er verletzt aber eine Obliegenheit und das hat für ihn schlechte Folgen. Und diese schlechten Folgen finden Sie dann in 299 bis 303. Das heißt, man kann ihn nicht verklagen auf Annahme des Geldes, aber wenn er das Geld nicht annimmt, hat er gewisse Schwierigkeiten. Ja? Obliegenheiten kann ich ihn nicht verklagen, Leistungspflichten kann ich einklagen, Rücksichtnahmepflichten kriege ich zumindest Schadensersatz. Und dann haben wir noch diese Sachen mit Spiel und Wette oder den Ehemaklervertrag. Da gibt es noch nicht mal einen Anspruch. Da sagt das BGB, ist nichts wert. Wer spielt und wettet, hat Pech gehabt. So ist das. Traurig, aber wahr. Oder wer sagt, ich vermittle den Ehepartner fürs Leben, also das ist jetzt nicht irgendwie so mit Menschenhandel oder sowas, wie die vielleicht denken, sondern ich suche dir den Traummann oder die Traumfrau mit hellseherischen Fähigkeiten oder auch nicht, oder mit Computer oder wie auch immer, dann sagt das BGB, selbst wenn das klappen sollte und Sie kriegen den Traumpartner fürs Leben, dann gibt es dafür kein Geld. Allerdings sagt das BGB, wenn Sie gezahlt haben, kriegen Sie das gezahlte Geld auch nicht zurück. Also der Deal ist, wenn Sie Vorkasse leisten, kriegen Sie das Geld nicht zurück, aber wenn der andere vorleistet und Ihnen erst den Traumpartner vermittelt oder erst sozusagen die Wette durchlaufen lässt, dann hat der Pech gehabt. Jetzt wird es noch schwieriger. Sie haben letztes Semester gelernt, Verträge. Es gibt im BGB nicht nur den Kaufvertrag, sondern auch andere, wie wir gesehen haben. Es gibt nämlich auch sogenannte unvollkommen zweiseitige Verträge. Was ist damit gemeint? Wenn ich zum Beispiel dieses tolle Buch habe und Ihnen das leihe und sage, das kriege ich morgen aber wieder, dann sagt das BGB, habe ich eine einklagbare Pflicht, dass Sie mir zurückgeben. Aber es ist nicht etwa so, dass ich Ihnen das gebe, damit ich es zurückbekomme. Ich gebe es nicht nur zum Zurückbekommen zurück, sondern das sind zwei separate Pflichten, die haben nichts miteinander zu tun. Beim Kaufvertrag ist es dagegen so, ich muss erst die Ware liefern, wenn ich Geld bekommen habe. Umgekehrt muss ich erst bezahlen, wenn ich die Ware bekommen habe. Das nennt man Zug um Zug. Jeder muss erst dann was tun, wenn der andere was tut. Also ein bisschen wie bei dem Geiseldrama. Die Leute kommen mit der Geisel von der einen Seite der Brücke und der Mann mit dem Geldkoffer von der anderen Seite der Brücke. Und dann wird in der Mitte der Brücke schnell getauscht. So, Koffer gegen Frau. Ja, die kennen das. Das ist wie im Fernsehen. Und es gibt dann auch noch einseitig verpflichtende Verträge, die Schenkung. Der Beschenkte hat keinerlei Pflichten. Der Beschenkte kann sagen, danke. Aber er muss nicht sagen, danke. Ja? Sie können eine Schenkung annehmen, ohne danke zu sagen. Das heißt, Sie müssen nur sagen, ja, und dann kriegen Sie das Geschenk. So ist das BGB. So, und damit sind wir dann auch am Ende. Wir haben noch diesen Begriff der Verfügungen. Das kommt dann erst nächstes Semester im Sachenrecht. Da geht es dann darum, wie verschaffe ich Rechte und Verpflichtungen, haben Sie gelernt, Kaufvertrag. Wir sehen uns dann am Donnerstag. Sie wissen dann nicht um 10 Uhr, sondern erst mittags. Dann werden wir die schwierige Frage behandeln, wie kommen Schuldverhältnisse zustande. Ich werde bis dahin das erste Kapitel des Skripts hochladen und ich hoffe, Sie melden sich alle bei eCampus an. Vielen Dank.